Hier zeige ich euch ein Foto von dem Hofschauspieler Josef Kainz, mit dem der Ludwig ja sehr befreundet war, mit dem er eine Reise in die Schweiz gemacht hat, und ein Autograph von ihm, also eine Widmung. Und diese Widmung hat er an den Peter Rossegger gemacht. Und der Text lautet: Nimm, was dir das Leben zuträgt, auf der sturmbewegten Welle. Sind doch hinter dir viel tausend, es zu haschen auf der Stelle. Und all, was sie da erraffen, all, was du versäumst zu fischen, wird in ihrer Hand zu Waffen, um dir eines auszuwischen. Graz im März 1892, Josef Kainz. Also eine ziemlich verbitterte Widmung, die der Josef Kainz an den Schriftsteller Peter Rossegger geschrieben hat. Der Hintergrund sind wohl viele Intrigen, die zu dieser Zeit stattgefunden haben. Aber kurz noch zu der letzten großen Liebe Ludwigs II. Der Josef Kainz spielte als 23-Jähriger am 10. April 1981 im Münchner Hoftheater in Victor Hugos Marion Delorme als Didier. Ludwig, der sich sehr intensiv mit dem Werk Hugos beschäftigt hatte, war so begeistert, dass er Kainz noch an diesem Abend einen kostbaren Geschenkring mit Saphiren und Diamanten schickte. Und bei der nächsten Aufführung schenkte er ihm eine goldene Kette mit Schwan und später eine mit Diamanten verzierte kostbare Uhr und ein in Elfenbein gefasstes Opernglas. Am 3. Juni war dann Josef Kainz zum ersten Mal Gast in Linderhof, und in der folgenden Woche ließ ihn Ludwig kaum von sich. Er war vom 31. Mai bis zum 11. Juni 1981 in Schloss Linderhof. Und wie gesagt, reisten sie dann am 27. Juni mit dem Hofzug ab in die Schweiz, begleitet von 2 Mundköchen, 3 Kammerdienern und 6 Hofbeamten. Der Hintergrund jetzt zu dieser Widmung an den Peter Rossegger ist folgende. Der Kainz wollte in Berlin aus einem Kontrakt am Berliner Theater aussteigen, was aber der Direktor nicht zugelassen hat. Er musste Rollen spielen, die er nicht so gern spielen wollte. Und der Kainz war dann heiser und konnte angeblich nicht auftreten. Und selbst als der Kaiser angekündigt war zu einer Aufführung, hat der Kainz sich verweigert. Wenn ich vor dem Direktor nicht spielen kann, kann ich es auch nicht vor dem Kaiser, sagte der Kainz, was von den Zeitungen aufgebauscht wurde. Der Kainz erkrankte dann schwer und es kam zu langwierigen Prozessen, weil er eben kontraktbrüchig geworden war. Der musste eine hohe Konventionalstrafe zahlen und wurde deshalb von der Bühne ausgesperrt. Die Familie hungerte regelrecht in dieser Zeit, und in dieser Zeit verkaufte er auch all seine Geschenke, die er von König Ludwig II. Erhalten hatte. Er reiste dann nach Petersburg und spielte dort und reiste nach Amerika und verdiente dort ziemlich viel Geld. Als er dann heimkam, erfuhr er, dass seine Frau im Sanatorium in Wien lag, und alles Geld, was er verdient hat, musste er dann
wieder für den Sanatoriumsaufenthalt ausgeben. In Graz hält er eben zum Zeitpunkt dieser Widmung einen Vortragsabend, bricht aber unter all dem Druck während des Vortrages zusammen und wird ohnmächtig von der Bühne getragen. Und der, der ihn getragen hat, war eben der Schriftsteller Peter Rossegger, der ihn aus dem Saal getragen hat. Ja, und so hat er eben diese Widmung für den Peter Rossegger geschrieben.